Als Ernst Neger mit diesem Mitmachklassiker den Saal aufmischt, ist die Discowelle endgültig in der Fastnacht angekommen. Rucki zucki. Rucki zucki. Ta, ta, ta. Das ist die neue Masche, die jeder Klatsch erkennt. Im ganzen Land das Liedchen, man rucki zucki denn. Wir schütteln unsere Glieder und drehen uns dabei um. Das Spielchen ist nicht dumm. Und jetzt. Rucki zucki. Sogar wenn du nochmal 25 Maß Bier drin hast oder 16 Schoppen Wein, hast du es immer nur machen können, ne? Das ist der Neue. Sie kennen das ja. Linkes Beinchen vor und zurück, rechtes Beinchen vor und zurück und so weiter. Das rechte Beinchen vor, das ist der ganze Ding. Wir tanzen Rucki-Zucki und drehen uns dabei. Gäste vom Sitz gerissen, 1400 Arme in die Höhe gereckt, im kurfürstlichen Schloss war ein Vulkan ausgebrochen. Das war immer unser Anmachsong über Jahrzehnte. Rucki zucki, dann gucki, obi die Bucki, nagi. Diesem Rhythmus stellt Ernst Neger ganz Fastnachtsdeutschland auf den Kopf. Bei seinem Abschiedsauftritt darf das Humba Humba nicht fehlen. Es hat ihn weit über Deutschland hinaus berühmt gemacht. Als er es zum ersten Mal auf die Bühne bringt, ist das Publikum sofort außer Rand und Band. Wer Humba Humba Tederä nicht kannte, ja, dem musste die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Und irgendwann muss man mal aufstehen, muss sich bewegen, wegen der Thrombosegefahr. Und deshalb hat die Krankenkasse gesagt, Ernst Neger, du singst Humba Humba Tederä, dann tanzen es alle, dann ist die Blutzirkulation wieder in Ordnung und es kann nichts passieren. Sportverein am Sonntag male Dohe. Steht alles auf dem Kopf, denn das kommt selten vor. Dann geht es mit Hip Hip Hurra ins Dorf vom Fußballplatz und ins Vereinslokal ins Land am Platz. Ja, da geht's. Eine der wenigen Mainzer Fastnachtsschlager, der sich sogar in den deutschen Top 20 behaupten konnte. Und dass es mal so ein Dauerbrenner wird, da hatte der Toni Hemmerle nicht dran geglaubt. Und dann geschieht etwas, was es im deutschen Fernsehen bis dahin nicht gegeben hat. Plötzlich hat das Publikum gemacht, was es wollte. Es sang Humba Tederä und es fand kein Ende. Diese Fernsehsitzung hat gottschalksche Dimensionen angenommen. Er ist wohl mitverantwortlich dafür, dass die Sendungen zwar pünktlich begannen, aber in der Regel nicht ganz pünktlich geendet haben. Nun wollen wir sehen, was jetzt hier weiter geschieht. Ernst Neger kommt. Das Publikum hat es erzwungen. Wieder auf die Bühne. Wir singen. Humba Humba Tederä. Und das habe ich schon ganz früh gehört. Hier gibt es nämlich eine Kassette, die ich zusammen mit der Oma immer angehört habe. Wir singen Humba 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 Tederä, 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 Tederä. Wir singen Humba 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 Tederä. Und der Gott des Sonnes singen noch einmal. Seine Lieder sind den Menschen ans Herz gewachsen. Platz 3 für Ernst Neger und Heile, heile Gänzje. Das Kinderlied, das die Menschen im Nachkriegsdeutschland bewegt, wie
kein zweites. Liebe Darin Alesen, heile, heile Gänse, ihr habt gewonnen. Das Gänse, ein Lied, das noch immer zu Tränen rührt. Das singe ich heute noch für meine Enkelkinder, wenn da so irgendwas passiert ist. Und die lassen sich wirklich damit trösten. Bei all den kleinen Kinderlein gibt's manchen großen Schmerz. Hat's Püppchen was am Fingerlein, bricht Mutti fast das Herz. Dann kommt die Mama schnell herbei, nimmt's Kindchen auf den Schoß und sagt bedauernd, ei, 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 ja was hat mein Kindchen bloß? Bewegt sie es ans Herz ziehen und singet ihm zum Trost das Lied. Und der ganze Saal hat geweint. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Wenn er das Lied gesungen hat, da hat meine Oma geweint, mein Opa geweint, meine Mutter geweint. Da hat sich die Familie Blüm in Tränen aufgelöst. Ja, ist alles weg. Und sind die Kinder größer dann, erwacht im Herz die Liebe. Es dreht sich alles um den Mann, den bösen Herzensdieb. Doch wenn das Herz in Flammen steht, vor Liebe, Lust und Glück, der Mann sehr oft von dannen geht, lässt weinen sie zurück. Dann singt die Mutter Angst und Bang das Lied, das sie dem Kind einst sang. Heile, heile Gänse. Der Text einfach, die Melodie ungekünstelt. Ein besinnliches Fastnachtslied, das die Erfahrung von Krieg und Zerstörung verarbeitet. Anrührend und tröstend bis heute. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Wär ich einmal der Herrgott heut, dann wüsste ich nur eins. Ich nehm in meine Arme weit, mein Arm zertrümmert meins. Und streichelt ist ganz sanft und lind und sag, hab nur Geduld. Ich bau dich wieder auf, geschwind. Ja, du warst doch gar nicht schuld. Ich mach dich wieder wunderschön. Du kannst, du darfst nicht untergehen. Heile, heile Gänse, es ist bald wieder gut. Aber dann beim Refrain haben sie alle eingehängt und haben geschunkelt und haben gesungen, heile, heile Gänse, es wird schon wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren. Ernst Negers Markenzeichen jedenfalls und vielleicht das schönste Stück meins. Zu Recht ein absoluter Klassiker.